Heinrich, go. Theater machen. Theater machen. Und jetzt ist es die Aufgabe des Publikums, aus einigen Theater machen einen Stücktitel zu machen. Einige machen Theater. Das ist der Stücktitel, die Hauptrolle ist, also die Hauptfigur ist eine Glucke. Wir brauchen noch einen Autor für den ersten Akt. Thomas Bernhard. Einige machen Theater. Dann sehen wir, einige machen Theater. Der erste Akt von Thomas Bernhard. Schauen wir uns das an. Als ich noch kein Kind gehabt habe, als ich noch damals in Klagenfurt gelebt habe und kinderlos war, habe ich mir immer, wie ich in Klagenfurt beim Lindwurm gestanden bin, gedacht, du kriegst noch mal ein Kind. Dabei ist er gar kein Kärntner geworden, weil sein Vater war Salzburger. Und wenn ich überlege, dass die Salzburger damals alle zu mir gekommen sind. Was? Salzburg! Von den Kärntnern zu mir gekommen ist. Weil die Salzburger Mutter, wenn man sich überlegt, die Salzburger Mutter ihr Kind mit Nockerln füttert, wohingegen die Kärntner Mutter ihrem Kind Nocken gibt, was einen entscheidenden Unterschied. Wenn man bedenkt, dass die Kärntner Kasnocken genauso Nocken wie die anderen Nocken sind, könnte man doch darauf verzichten, auf das jeweilige Bundesland zu beharren und zu bestehen. Das Wirkliche, was ihm wirklich schmeckt, sind Kärntner Kasnocken. Und wenn ich die Kärntner Kasnocken zubereite, dann muss man sie auch mögen. Weil niemand bereitet Kärntner Kasnocken so gut wie ich. Ich denke damals nach Klagenfurt zurück. Und wie ich es gelernt habe, Kärntner Kasnocken zu kochen, ich glaube, ich gehe mal in die Küche. Ich muss nach Deutschland fahren. Ich finde Deutschland ein besseres Zuhause als Österreich, weil dort kennen sie weder Nocken noch Nockerl noch Knödel. Die Knödeln im Österreichischen, das Knödeln im Singen der österreichischen Sängerinnen, das verruchte, krass verknödelte, die Knödel! Ach, Rudolf, mein Rudolf. Ach, Mama, meine Mama. Geh schön rundherum, setz dich hin. Nimm dein Lätzchen und iss mal. Was ist das für ein Hasenbrot? Wie kann ich für ein Hasenbrot kommen? Das ist ein Hasenbrot. Und zum Nachtisch gibt es Tiroler Brandteigkrapfen. Die liebst du auch? Ja, Mutter. Wir müssen noch mal österreichische Bühnen abholen. Jelline. Weil der so schön war. Dann machen wir den zweiten Akt. Den zweiten Akt in Jelinek. In Jelinek. Lindwurm, wir sehen dich. Lindwurm, auch wenn du uns niederstarrst, sehen wir dich. Ja, Lindwurm, ich sehe dich. Siehst du mich? Sag was, Lindwurm. Du tust doch nur so Stein an. Ich weiß doch, was drinsteckt in dir. Wir wissen es doch, was drinsteckt in dir, Lindwurm. Klagenfurter Lindwurm. Ich fühle mich wie Dornröschen. Ich fühle mich wie das Rotkäppchen. So weit man auch Ansichtskarten zerreißen kann, die Ansichten bleiben doch dieselben. Die Ansichten kann man nicht zerreißen, nur die Karten. Du siehst aus wie ein Lindwurm. Ich könnte auch speien wie ein Lindwurm. Nicht Feuer, sondern kotzen könnte ich auf das alles. Das interessiert mich alles nicht. Doch wenn du speien kannst, ich will ein Kind. Soll ich dir von meiner Vagina erzählen? Soll ich einen Monolog halten? Ich bitte darum. Endlich fühlt er so wie ich. Dort drüben, das Hotel zum Lindwurm. Lass uns einsteigen, lass uns absteigen. Freunde! Ich lass dich einsteigen. Freunde! Bei mir hineinsteigen. Es war zum Volkus! Aufsteigen. Freunde! Und es wird weitergehen. Und es wird ein Zorn gehen. Aus. Ja, wir nehmen jetzt. Ja, wir nehmen jetzt.
das Ende von Einige machen Theater, in diesem wunderbaren Stück, im Nestwald. Aber es war so ein Theater, was die Mutter mir vorgespielt hat, über all die Jahre. Alle die Jahre habe ich nicht gewusst, wer mein Vater ist, woher er hin und zurück gezogen ist. Mein Rudi, er hat mir einen Talisman mitgegeben. Es ist dieses Stück, das mir dein Vater gegeben hat. Und wir sollen's gemeinsam in der Getreidegasse einfach ausgeben. Ein goldener Dukaten ist, ich sehe es wohl. Er gehört dir, Rudi. Aber du kannst ihn mit deiner alten Mutter teilen. Es hat was Vertracktes, wenn einem die Mutter erst was schenkt und danach nur die Hälfte davon haben will. Aber so sind es nun mal, die Mütter. Geschenke von der Mutter, das ist halt so, irgendwie sie schenken einem das Leben und dann nerven sie einem das halbe Leben. Mutter, sei es drum, ich teile es mit ihr. Weil sonst macht sie mir wieder ein Theater. Weil es ist schon so, man muss schon so, auf der Welt gibt es niemanden, der kein Theater macht. Diesen Gulden habe ich krieg einst von meinem Vater, aber es war von dem Kerl auch wieder nur so ein Theater. Er hat gemeint, wir sollen es ausgeben, er hat gemeint, wir sollen gut leben, er hat gemeint, wir sollen uns davon haben, aber graben oder sonst wo, aber nein, nur getrennt, das muss es sein. Das soll noch zu meinem Vater, das ist ein Theater, das ist ein Theater. Aber so ein Kater, und dann haben wir da wieder so ein Ding.